Servus Clubfans und damit willkommen zum nächsten Highlight-Video der virtuellen Bundesliga. Heute mit dem Doppelspieltag gegen den FC Augsburg bzw. gegen das Tabellenschlusslicht, nämlich den SV Sandhausen. Bevor wir allerdings reinstarten und uns ein bisschen Gameplay zu Gemüte führen, eine kleine Werbung, eine kleine Information für euch da draußen. Denn wir wurden eingeladen von der virtuellen Bundesliga am nächsten Donnerstag, sprich den 7.3.2019 ab 20.15 Uhr, zur absoluten Primetime, unsere Spiele im TV zeigen zu dürfen. Wir sind eingeladen worden von ProSieben Max. Dort findet das Ganze statt. Dort gibt es pro Woche einen sogenannten Featured Matchday, was immer so ein bisschen ja das Topspiel unter anderem der Woche ist. Und da sind wir letztendlich mal gefeatured. Da dürfen wir live ran. Deswegen, wenn ihr da Lust habt, dann schaut unsere E-Sportler gerne an. Das Ganze am Donnerstag, den 7.3.2019 ab 20.15 Uhr bei ProSieben Max oder auch im Livestream. Mehr Informationen findet ihr auch dazu nochmal unten in der Videobeschreibung auf unseren Social Media Accounts. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und dann auch so ein bisschen das Event hinter den Kulissen begleiten. Das vorneweg, sehr coole Geschichte. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch natürlich da über euren Support. Und jetzt gehen wir rein in den 14. Spieltag mit der Partie gegen den SV Sandhausen. Rein in den 14. Spieltag der virtuellen Bundesliga mit der Partie gegen das Tabellenschlusslicht aus Sandhausen. Und dementsprechend natürlich ordentlich Druck für beide, vor allem für uns. Denn wir wollen unbedingt in die Top 16 der virtuellen Bundesliga kommen. Und somit hat Bubu auch gleich mal von Beginn an gezeigt, dass er da auch unbedingt rein will. 1:0, 15. Spielminute. Wunderbares Tor durch Mikael Ishak. Verzeiht an der Stelle auch die etwas unscharfen Bilder, was das PlayStation-Gameplay im 1:1 angeht. Das ist später gegen Augsburg auch nochmal der Fall. Da gab es leider ein bisschen technische Probleme. Aber man erkennt trotzdem alles halbwegs gut. Und man erkennt auch hier leider das 1:1 in der 44. Spielminute für den SV Sandhausen. Bubu dann nach der Pause mit einem guten Vorstoß wird dann vom Sandhäuser gelegt und dementsprechend gab es folgerichtig den Elfmeter und somit die erneute Möglichkeit, wieder in Führung zu gehen. Mikael Ishak mit der Chance auf den Doppelpack und die lässt er sich nicht nehmen. 2:1, 67. Minute, wunderschön verwandelt. Aber die Sandhäuser haben nicht aufgegeben und kamen in der 80. Spielminute leider Gottes zum Ausgleich. Sehen wir hier, schöne Kombination. Das war dann auch das Endergebnis. Es blieb beim 2:2 auf der PlayStation 4. Bittere Pille, Bubu besser gespielt, aber am Ende hat es nicht sein sollen. Somit gehen wir rein auf die Xbox One. Dort spielt unser E-Sportler Serhat Öztürk, der von Beginn an ordentlich Druck gemacht hat, ordentlich Offensivpower gezeigt hat. Denn nach dem Unentschieden von Bubu wollten wir natürlich den ersten Dreier an diesem 14. Spieltag einfahren. Nicht mal 10 Minuten auf der Uhr. So eine typische Serhat-Kombination und dann ist der Ball irgendwie drin. Schön aus der Drehung mitgenommen. 1:0. Adam Czerelak ist es, der für den Club die Führung markiert und direkt nach der Pause ging es dann positiv weiter. Erras mit einem wunderschönen Ball auf Knoll, der ganz viel Platz hat, der ganz viel Zeit hat, nicht angegriffen wird und dann verschiebt der Torhüter auch so ein bisschen Richtung langes Eck und Knoll denkt sich, ja, dann flanke ich den nicht rüber, dann haue ich den einfach rein. Somit das 2:0, was auch das Endergebnis war. Die ersten 3 Punkte am 14. Spieltag sind eingefahren. Und weitere 3 Punkte wollten wir dann auch noch im 2:2 holen. Ganz klare Geschichte, Stand jetzt 4 Punkte von möglichen 6 geholt gegen das Tabellenschlusslicht aus Sandhausen. Und somit natürlich jetzt die Chance auf 7 Punkte, dem Spieltagssieg und die Chance auch weiter in der Tabelle nach oben klettern zu können. 14. Spielminute, die erste Möglichkeit, eine schöne Schusstäuschung und Czerelak mit dem perfekten Abschluss ins kurze Eck. 15 Minuten gerade mal gespielt. Man merkt an diesem Spieltag unsere Jungs von Beginn an zur Stelle mit vielen frühen Toren. Da war ordentlich Hype und ordentlich Bock auf jeden Fall mit dabei. Dann der Sprung ist schon in die letzte Viertelstunde. 78. Spielminute. Erras ist es, der da vorne Czerelak sieht und der auch diesen Ball perfekt verwandelt. Dementsprechend gab es das zweite Tor kurz vor Ende dieser Partie. Dann allerdings nochmal die Sandhäuser mit ein bisschen Aufbäumen und mit der Chance durch Wuten. Unterkante der Latte, Keeper kommt nicht ran, somit das 2:1. Aber das Positive, es blieb am Ende dabei. Wir gewinnen das 2:2 mit 2:1 und holen somit 7 Punkte gegen Sandhausen. Der 14. Spieltag, er war geschafft und somit stand Spieltag Nummer 15 gegen den FC Augsburg an. Die Augsburger vor diesen 3 Partien auf Tabellenplatz Nummer 5 grüßen also von sehr weit oben in der Tabelle. Aber unsere Jungs, die haben ihre Leistung gegen Sandhausen auch gegen Augsburg bestätigen können. 9. Spielminute, frühes 1:0. Das haben wir heute schon des Öfteren gesehen. Wunderbar abgeschlossen von Bubu und er konnte diesen Fehler in Minute 37 dann auch noch gleich ausnutzen. 2:0, wieder Knöll.
mit dem Tor und somit ein perfektes Ergebnis gegen den FCA. Bubu hatte allerdings noch nicht genug. Er hatte eine Idee. Löwen auf Ilicevic und der Winterneuzugang sogar noch mit dem dritten Tor vor der Pause. Ganz, ganz starke erste Halbzeit von Bubu. Allerdings die Augsburger mit ein bisschen Wut im Bauch, hat man gespürt, kommen aus der zweiten Halbzeit perfekt raus. 49. Minute, Gregoritsch zum 2:1 und wenige Minuten später gibt's dann direkt sogar noch das 3:2. Das Spiel, es drohte ein wenig zu kippen, aber Bubu hat weiter gefightet und Bubu direkt mit der Antwort nach dem Anschluss. Wieder der alte 2-Tore-Vorsprung hergestellt über Ilicevic, der dann einen perfekten Pass in den Lauf auf Adam Trelak spielt und der, ja, so mit ein bisschen Glück über den Forstner zum 4:2 letztendlich auch das Endergebnis. Schöner Sieg gegen Augsburg, die ersten 3 Punkte am 15. Spieltag. Somit haben wir aus den ersten 4 Partien, die ihr bisher gesehen habt, 10 Punkte geholt von möglichen 12. Das ist ein nahezu perfektes Ergebnis, eine nahezu perfekte Ausbeute und die wollten wir weiter fortführen. Nächste Partie, sehr hart auf der Xbox, wieder in der 25. Minute eigentlich mit keinem guten Abschluss. Der war rot getimed, aber der Ball, er findet den Weg ins Tor und somit das 1:0. Dann der Ballverlust in der Offensive, 38. Minute, schnelles Umschaltspiel von Yannick, der für die Augsburger mitgekickt hat und er macht das 1:1 in Spielminute 39. Bredlo kann da im Kasten nicht mehr eingreifen. Dann der Sprung in die letzte Viertelstunde, Kerki am Ball und Kerki mit einem kräftigen Bums ins kurze Eck, 2:1. Eine Viertelstunde vor Ende und ich kann euch schon mal so viel verraten. Erstens ein wunderschöner Jubel und zweitens, es hat am Ende gereicht. Wir gewinnen nämlich gegen den FC Augsburg und zwar nicht nur 2:1, sondern am Ende sogar noch mit einem schönen Treffer in der 84. Minute durch Kubo mit 3:1. 6 Punkte gegen Augsburg, ab ins 2:2. Die Chance auf den perfekten Spieltag, sie lebte also weiterhin. 9 von 9 Punkten, das war das große Ziel jetzt im 2:2. Aber man hat gemerkt, die Augsburger, die wollten diese beiden Niederlagen nicht auf sich sitzen lassen und konnten in der 66. Minute das einzige Tor in dieser Partie erzielen, gewinnen. Somit das 2:2, aber wir mit 6 Punkten gegen den FCA und dementsprechend dem Spieltagssieg gegen den Tabellenfünften. Somit ist der nächste Spieltag der virtuellen Bundesliga beendet und das heißt für uns, wir werfen einen Blick auf die aktuelle Tabellensituation unseres Clubs. Wir stehen auf Platz 18 mit 53 Punkten aus 15 Spieltagen, machen einen kleinen Sprung nach oben und man sieht, der Rückstand auf den magischen 16. Platz, allerdings sogar bis hoch in Richtung Platz 11, Platz 10 mit Schalke und vielleicht sogar Platz 9 mit Augsburg, die wir ja besiegen konnten. Ne? Er schrumpft und schrumpft und schrumpft. Denn unsere Jungs sind die letzten 4-5 Spieltage absolut in Form und wenn wir diese Form auch weiter beibehalten können, dann ist ein Platz in den Top 16 definitiv machbar. Kleine Information, die nächsten beiden Spieltage wurden bereits absolviert. Zum einen gegen den VfB Stuttgart, gegen den Tabellenzweiten, die Top-Mannschaft schlechthin nach dem SV Werder Bremen, der da oben so ein bisschen ja fast alleine seine eigenen Kreise zielt. 96 Punkte aus 15 Spieltagen ist natürlich absolut bombastisch. Eine einzige Spieltagsniederlage mussten die Bremer bis dato hinnehmen. Selbst der VfB als starker Tabellenzweiter schon mit 4 Niederlagen. Dementsprechend die Bremer sehr, sehr stark unterwegs. Es geht gegen Stuttgart und es geht gegen Holstein Kiel. Unseren direkten Tabellennachbarn, die genau die gleiche Anzahl an Punkten haben. Das heißt, das werden wieder ganz, ganz wichtige Partien werden, um sich von unten ein bisschen abzusetzen und in die Top 16 einzutauchen. Das soweit dazu. Für mehr Informationen schaut wie immer sehr, sehr gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr die beiden Social Media Kanäle, nämlich auf Instagram und auf Twitter im Bereich E-Sport. Dann verpasst ihr da gar nichts mehr. Und natürlich auch nochmal die Info, die ich eingangs schon angesprochen habe. Save the date, 7.3.2019, ein Donnerstag, Pro7 Max, Primetime 20.15 Uhr, der erste FC Nürnberg gegen den FC Ingolstadt. Das ist das Featured Match Day der VBL. Das wird live im TV übertragen. Wenn ihr Bock habt, dann schaut da gerne mal vorbei. In diesem Sinne, war's das mit dem Video. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dahin und Servus.